Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, stehen wir mittlerweile am Fährhafen von Dover. Und das heißt, wir verlassen heute die Insel und fahren zurück aufs Festland. Also das heißt, wir fahren heute zurück nach Calais und ja, gleich geht's los. Wir sind wieder zurück in Frankreich, hat alles gut geklappt und wir waren so glücklich, dass heute auch einfach die Sonne geschienen hat und das Meer relativ ruhig war und wir somit eine doch ruhige Überfahrt hatten. Wir sind mittlerweile auch schon in unserem neuen Stellplatz angekommen. Der Christian hat den Rechtsverkehr auch wieder sehr gut gemeistert, auch wenn sich der erste Kreisverkehr wirklich falsch angefühlt hat. Also ich glaube, unser Gehirn hat beiderseits kurz ausgesetzt und sich gedacht, hä, wo müssen wir jetzt hinfahren? Aber auch das hat geklappt. Wir sind jetzt aber relativ K.O., von daher werden wir jetzt einfach ein bisschen entspannen und uns dann morgen hier auch mal ein bisschen umschauen, weil wir stehen gar nicht so weit entfernt vom Strand. Das aber dann alles morgen. Von daher in diesem Sinne sagen wir jetzt gute Nacht. Ja, und sehen uns morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt nach insgesamt, ich glaube, wie viel waren es? Fast 2,5 Monate wieder auf europäischem Festland und haben jetzt die erste Nacht in Frankreich bzw. in Nordfrankreich bei Visan nähe Calais verbracht. Und ja, wir haben jetzt auch noch eine dringliche Aufgabe, die wir unbedingt erledigen müssen, denn wir sind mittlerweile, was Gas angeht, schon übelst auf Sparflamme unterwegs. Wir haben jetzt die letzten Tage auch abends Brotzeit gegessen, das heißt nichts mehr gekocht und kalt abgespült, denn wir haben nicht mehr allzu viel in der Flasche. Gott sei Dank, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, den Flaschentyp, den wir haben, gibt es hier Gott sei Dank auch und zwar nur 8 Kilometer entfernt. Und da werden wir uns jetzt auch auf den Weg machen in den, ich glaube das ist ein Baumarkt oder irgendwas in die Richtung oder ein Baumarkt oder Anglerbedarf, ich weiß es nicht. Und gucken, ob wir die Flasche kriegen, dass wir mal wieder ein bisschen mehr kochen können, vernünftig essen, nicht mit Wasser und Brot leben müssen. Wir packen jetzt langsam mal zusammen und dann gehen wir einkaufen. Wir sind jetzt am besagten Baumarkt angekommen, um Gas zu holen. Wir haben aber nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Läden hier durchaus Mittagspause machen. Irgendwie waren wir jetzt daran gewöhnt, dass alles durchgehend offen hat. Das heißt, wir sind jetzt zu früh und müssen noch eine Stunde warten. Aber das Gute ist, da war ein kleiner Supermarkt daneben und da haben wir uns jetzt hier so nette Apfeltaschen geholt. Die werden wir jetzt essen und dann ja, noch die Zeit überbrücken, bis wir Gas holen können. Gas! Yay! Jetzt können wir da kochen. And see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight.
found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Wieder. Wir wollten eigentlich gestern, nachdem wir das Gas geholt haben, noch was erzählen, aber wir hatten mal wieder Akkuprobleme. Von daher heute erst wieder, aber dafür heute auch schon, wie man sieht, mal wieder am Strand und auch bei strahlendem Sonnenschein heute, also dafür, dass es November ist, knallt die Sonne noch mal richtig runter. Und ja, was soll man sagen, es ist einfach mal wieder richtig schön, am Meer zu sein, am Strand zu sein und den Wellen zuzuschauen, wie nennt man das denn? Wie sie brechen? Ja, von daher, wir spazieren ein bisschen am Strand rum, genießen die Sonne und ja, lassen die Seele baumeln. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket. All along, I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost. Mittlerweile am Ende von diesem Video angekommen. Es war diese Woche ein bisschen ein kürzeres Video, das müssen wir zugeben. Das lag aber einfach daran, dass wir ja die letzten Tage in England einfach für uns ein bisschen genießen wollten, dann mit der Fähre nach Frankreich gefahren sind und dann ehrlich gesagt nicht mehr viel passiert ist. Das war aber auch schön, einfach jetzt nach doch 3 Monaten, oder? Ne, 2 Monaten. 2 Monate. 2 Monaten Großbritannien hier anzukommen und dann einfach die Seele erstmal sacken zu lassen und das bombastisch gute Wetter zu genießen. Wir haben gerade festgestellt, wir hatten in 2 Monaten keine so schönen Sonnentage mehr. Von daher haben wir einfach die Zeit genutzt und haben uns ein bisschen ausgebremst, kann man so sagen. Sozusagen. Zudem hat man dann auch noch wieder mal ein kleines technisches Problem, was aber recht schnell behoben werden konnte. Und zwar haben wir gemerkt, dass einfach während der Fahrt die Batterie, die Zweitbatterie nicht geladen wird. Haben wir schon gedacht, ja, super, Ladebooster kaputt. Was machst du jetzt? Gott sei Dank habe ich dann einfach nur kurz mal das Massekabel abziehen müssen und ja, ich glaube 1-2 Minuten gewartet, angeklemmt, funktioniert wieder. Das Teil ist nicht günstig, aber was ich jetzt in den ganzen Reviews gelesen habe, auch nicht unbedingt so geil. Also es wird wohl recht schnell kaputt gehen und mittlerweile ist er ja auch schon ein Jahr alt. Aber er funktioniert jetzt erstmal wieder und sollte, denke ich mal, reichen, bis wir wieder in gewohnten Gefilden sind. Von daher würden wir jetzt auch für diese Woche mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns wie immer gern ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, dann seid ihr nächste Woche auch wieder dabei, wenn wir noch ein bisschen Frankreich erkunden. In diesem Sinne, mach Idiot. Mach Idiot.